Hallo zusammen, wir vom Team Kurs Angelwelt wollen euch heute mal die Forellenanlage im Forellental zeigen und gucken, ob wir auch mit einfachsten Mitteln hier Forellen fangen können, wie gut die sind und wo die Forellen herkommen, weil das sind hier keine gekauften dänischen Forellen, sondern gezüchtete Forellen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und werden mit dem Chef sprechen und dann die Anlage mal zeigen und dann ein bisschen angeln. Mein Name ist Malte Wilczek, ich bin gelernter Fischwirt und betreibe hier mit meinem Chef zusammen ein Restaurant und eine Teichwirtschaft. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Angelteichbetrieb und sind jetzt hier vorne so einmal ein bisschen am Checkpot, wo wir den Empfang von den Anglern machen, einmal durchinfizieren vom Kescher und von den Schuhen. Hier um die Ecke ist dann noch ein bisschen Schlachtmöglichkeiten für die Angler, damit sie ihre Fische direkt ausnehmen können. Und genau, jetzt machen wir mal so eine kleine Führung über die Anlage, dass jeder mal so ein bisschen was sieht, was hier los ist. Und genau, gehen wir mal los. Genau. Goldforelle, Saibling, Lachsforelle und Regenbogenforelle ist der Standard-Angelteichgesetz. Gefischt haben wir heute mit der Amberjack Ultraleitrute von Angelspezi in 2,13 Meter, 1 bis 7 Gramm. Diese ist in drei Ausführungen erhältlich, mit einer Balzer 1000er Rolle und mit den Yara Gummibaits und den Angelspezi Spoons. Und wie ihr gesehen habt, obwohl wir nicht viel Erfahrung haben im Forellenfangen, haben wir auf alle Köder gut gefangen hier und die Rute hat sich mehr als bewährt, würde ich sagen. So, das ist jetzt unser Ergebnis von einer halben Stunde Angeln hier mit zwei Leuten. Da kann man wirklich sagen, es war fast jeder Wurf ein Fisch. Ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Und wenn man sich die Fische anguckt, die Qualität ist wirklich vom Allerfeinsten. Und es hat auch mega Spaß gemacht und das ist wirklich top weiter zu empfehlen hier die Anlage. Danke.